Gedankenfunken geht weiter. Ich hoffe, ihr hattet einen schönen Tag bisher und habt die Sonne auch genossen. Die scheint hier bei mir so schön ins Büro. Das ist einfach ganz wunderbar. Ja, und heute schaffen wir den nächsten Gedankenfunken oder ich kann den hoffentlich bei dir euch entzünden, entfachen und funkt ihn dann gerne weiter dahin, wo er jetzt genau gebraucht wird. Und ihr wisst es schon, ich ziehe jetzt wieder ganz live hier eine Karte aus dem wunderbaren Wegbegleiter-Set. Da steht hinten drauf, mit Liebe gemacht von der Petra Kreuzbrinkner. Ich ziehe mal eine Karte. Der Stapel ist ja immer noch so dick, aber wird mit der Zeit natürlich weniger, mit jedem Tag weniger. Aber wir haben noch ganz viel Potenzial. So, jetzt ziehe ich mal eine Karte. Du siehst das hier. Schön bunt sind die Karten und ich bin gespannt, welche Karte mich heute entdeckt hat. Weisheit. Weisheit. Oh, da fällt mir direkt was ein. Weisheit. Es gibt bei mir im Haus einen Vers, der da heißt, ich hoffe, ich kriege ihn jetzt so ungefähr zusammen. Also Gott gebe mir die Gelassenheit, die Dinge anzunehmen oder die zu akzeptieren, die ich nicht ändern kann, beziehungsweise die Dinge, die ich ändern kann, auch wirklich zu ändern. Und die Weisheit, das eine vom anderen zu unterscheiden. Also sinngemäß, was kann ich wirklich ändern in meinem Leben? Dann sollte ich das tun. Ja. Und was kann ich nicht ändern in meinem Leben? Dann sollte ich einen Weg finden, wie ich damit gut umgehen kann. Und da sind wir schon wieder bei unserer aktuellen Situation. Es ist schon eine bestimmte Weisheit, auch zu sagen, okay, die Zeiten sind schlimm. Ich kann das eine oder andere nicht ändern, gerade was da passiert, aber ich kann natürlich immer in meinem Leben etwas ändern, immer in meinem Radius Gutes tun, in meiner Familie, in meinem Arbeitsbereich, meinen Kunden, Kundinnen, da Gutes tun und natürlich den Menschen, die uns jetzt gerade brauchen, nämlich die Flüchtlinge, die hier rüberkommen zu uns und die den Weg auf sich nehmen und fliehen und Sachen zurücklassen, Menschen zurücklassen, Tiere, ihren Hund zurücklassen. Ich will gar nicht näher drüber nachdenken. Und das sind schlimme Situationen, die die Menschen erlebt haben, wo wir sie aber auch ein Stück weit hier empfangen können, herzlich und ihnen Unterstützung geben können. Und wir können natürlich ja vor Ort den Menschen etwas geben mit den ganzen Hilfstransporten, die in die Ukraine gehen und da etwas Gutes tun. Und nochmal die Weisheit, um da nochmal drauf zurückzukommen, diese Weisheit zu haben, zu unterscheiden, was kann ich ändern und was nicht. Und wir können die Kriegssituation nicht ändern, aber wir können daran etwas ändern, wie es den Menschen damit geht. Und das finde ich eine schöne Weisheit, die zu haben, die auch zu nutzen und die auch zu leben. Ja, in diesem Sinne wünsche ich dir auch ganz viel Weisheit. Heute natürlich und nimm das alles gerne mit in deinen Alltag und schau, wo heute vielleicht noch mal so eine Situation ist bei dir, wo du sagst, Weisheit, ich nutze dich jetzt und setze dich jetzt gerade ein. In diesem Sinne wünsche ich dir ja viel Weisheit heute, viel Sonne, Sonne in deinem Herzen und ich freue mich schon auf morgen, auf den nächsten Gedankenfunken. In diesem Sinne, alles Liebe, deine Sandra, die Umdenkerin.